FC Bayern München trifft auf DSC Arminia Bielefeld. So, und bevor es zum Anflug geht, haben wir ein Geburtstagskind. Und zwar ein Spieler von Arminia Bielefeld hat heute Geburtstag, 16 Jahre wird er. Einen riesen Applaus und ein strammes Happy Birthday. Eyobada Yasa, Happy Birthday, alles gut zum Geburtstag. Ja, dann gratulieren wir doch mit Eyobada Yasa, Bielefelds Nummer 6, heute Geburtstag. So, Stimmungscheck, Bielefeld in Front und Bielefeld führt mit 1:0. Unur Yasman trifft zum 1:0. Die haben sich was vorgenommen hier. Die attackieren sofort wieder, gehen drauf. Mutig, entschlossen. Der Landesligist gegen den Tabellenzweiten der Bayernliga, den FC Bayern München. Der hier ohne Frage nach dem bisherigen Turnierverlauf als Favorit in diese Partie geht. Starkes Tackling geholt vom Geburtstagskind. Nächster Ballgewinn, Eike Schäfer sagt. Foulspiel. Gegen Lennart Karl, einen der auffälligsten Akteure hier der Bayern bis dato. Ja, 4 Sekunden waren abgelaufen. Mino Jäger. Deswegen Freistoß für Bayern München. Da haben wir 2 Bielefeld-Fans. So, Moritz Göttlicher. Was für eine Idee hat er. Eine gute Ball geblockt. Unur Yasman. Leo Ruland am Ball. Bielefeld mutig. Bielefeld mutig. Bielefeld torsfrei. Geblockt. Stark. Gute Anfangsphase der Arminen. Sie haben nichts zu verlieren und das merkt man. Gegen die Bayern, starke Parade, nächste Parade. Gibt Eckball. Mino Jäger war noch dran. Da haben wir ihn. So, Ecke kommt, knapp rüber. Lennart Karl. Bayern macht Druck. So, nächste Möglichkeit. Stark geblockt hier von Leopold Schmidt. Druck bleibt hoch. Freistoß für die Bayern. Also, Bayern alle Spiele gewonnen. So. Die Bremer schließen sich auch wirklich überall mit an. Vorhin schon beim BVB, jetzt bei Arminia Bielefeld. Jetzt die große Möglichkeit. Wieder Mino Jäger. Ah,
Ja, ich glaube, der Ball war am Aus und deswegen die Beschwerden der Bank. Genau, Ball ging nämlich eben gegen Yasa. Schäfer dachte, der Ball wäre gegen die Bande gegangen und deswegen lief das Spiel weiter. Ja, nichts passiert, Gott sei Dank, deswegen keine größeren Diskussionen. So, die Bayern. Hohe individuelle Qualität. Starke Spiele gezeigt. Auch die engen Spiele alle gewonnen. 3-2 gegen BVB, 2-1 gegen Werder, 3-2 gegen Union Berlin. Nie aufgesteckt. Wie sieht das jetzt aus? Ball gespielt, kein Foulspiel, Konter, der Arminia läuft. Nicht gut ausgespielt, jetzt der Konter wiederum der Bayern. Es geht rauf und runter. Und wieder pariert. Mino Joel Jäger. Die Halle ist jetzt zu großen Teilen beim Außenseiter. Bayern Arminia Bielefeld. Das ist genau das, was es ausmacht. Ball geblockt. Wichtig da, dass Rafael Pavlic seinen Fuß dazwischen bekommt. Nächster Ball gewinnt Arminia. Daniel Richter. Konter läuft. Wieder der Block. Christos Angelos Theodoridis. So, starke Aktion und jetzt der Treffer für die Bayern. Natürlich. Durch Wisdom Mike. Diese Drehung. Balleröffnung. Alles im Rahmen des Erlaubten. Starke Qualität vom U16-Nationalspieler. Also 1-1. Es bleibt packend. So, Bielefeld jetzt im Aufbau, klasse eingelaufen, der lange Ball mit Struktur, dann verpasst. Verpasst Tom Bruns den Ball haarscharf. Es war klasse gespielt. Und jetzt ist die Halle auch da. Nächste Offensivaktion. Die schmeißen sich mit allem rein. Die schmeißen sich mit allem rein, was sie haben. Gegen die Bayern. Nächste gute Möglichkeit. Es ist ein Fight. Bayern machen ein gutes Spiel. Lennart Karl mit der Hacke gut geklärt. Da ist wieder Lennart Karl. Knapp daneben. Nächster Schussversuch. Göttlicher. Ballverlust. Arminia kontert. Lennart Karl. Überlegt. Zum 2-1 und sagt ganz ruhig, liebe Kraschmann-Halle. Wir machen das schon. Ah, der Typ hat eine unglaublich gute Qualität. Hier die Mitnahme. Diese Mitnahme. Der Ball kommt halb hoch. Es ist ein Kontakt und der liegt perfekt auf dem Fuß. Und er kann dann vollenden zum 2-1. Bockstark. Diese Partie gab es ja schon mal gestern. Da gewann Bayern München 5-1. Diese beiden Spiele sind nicht zu vergleichen. Arminia muss jetzt aufpassen, muss dranbleiben. Lennart Karl trifft zum 3-2. Ich wollte es gerade sagen, Bielefeld muss jetzt aufpassen.
kompakt zu bleiben, nicht das schnelle dritte Tor zu kassieren, um mit Schlagdistanz zu bleiben. Ja, die Emotionen auch durch Moritz Göttlicher. Die pushen sich hier schon in den Betriebsmodus. Und es ist trotzdem ein toller Fight. Es sind noch 4 Minuten zu gehen. Schafft Arminia erneut ein Tor. Volle Arbeit hier für Samuel Niklas dos Santos Pereira. Da alles eingesetzt, was er hat. So, langer Ball. Knapp. Sollte Daniel Richter erreichen. 3 Minuten. Bayern beruhigen jetzt das Spiel. Sie mussten sich strecken. Sie mussten alles reinlegen. Ja, machen es jetzt gut, machen es jetzt clever. Spielen immer den freien Mann an. Jetzt der Ballverlust, Schussversuch wieder geblockt. Bayern bleibt aufmerksam. So, Bielefeld muss jetzt das Risiko, muss jetzt den Druck erhöhen. Bei 2 Tore Rückstand und 2 Minuten zu spielen. Brauchen sie den Anschluss. Zu verlieren gibt es hier endgültig so gar nichts mehr. Geschoben, sagt Eike Schäffer. Freistoß für die Bayern. Vier Sekunden rum. Freistoß für Bielefeld. Anderthalb Minuten. Bielefeld brauchst du in den nächsten 60 Sekunden ein Tor. Momentan weit von weg. Zweimal wieder Bernstark, Mino, Joel Jäger. So, gibt jetzt mal den Angriff. 3 gegen 1. Ah, dann war es schwierig. Foulspiel, Vorteil läuft. Schwieriger Ball. 60 Sekunden. Sie brauchen einen Abschluss. Sie brauchen einen Abschluss. Dann ist ja nochmal richtig Musik drin. Dann ist die Halle nochmal richtig da. Starkes Tackling wieder mal von den Bayern. Foulspiel, klasse geholt von Valentin Beckert. Die Nummer 3 vom FC Bayern. Bielefeld muss vor. Bielefeld muss Druck machen. Bielefeld muss nochmal dran glauben. Wichtiger Ballgewinn. So, Jäger. Sekunden. Ah, nee. Die Kräfte sind gefühlt auch weg. Sekunden. So, gibt's doch mal hier den Ball, gibt's den Nachschuss. Nein. Jetzt der Treffer, 4 Sekunden auf der Uhr. Was macht das mit diesem Spiel? Urnur Yasman. 4 Sekunden. Das war's. Bayern München gewinnt mit 3